Frau Maurer, sind Sie abergläubisch? Es ist ja jetzt Freitag, der 13. Nee, nicht. Glauben Sie an das Schicksal? Nee, auch nicht wirklich. Schon mal schlechte Erfahrungen gemacht und an eine höhere Macht geglaubt? Nee, auch nicht. Also Sie haben kein Pech im Leben? Ja, doch, aber nichts, was mit irgendeinem Schicksal, glaube ich, oder mit Zahlen oder Tagen zu tun hat. Herr Pritscher, haben Sie schon mal schlechte Erfahrungen gemacht mit Freitag, dem 13.? Noch nie. Noch nie, und vor allem habe ich am 13. Mai geheiratet und wir haben ja bis heute noch verheiratet, also kein Problem. Herr Scherfix, sind Sie abergläubisch? Nein, überhaupt noch gar nicht. Das geht an mir vorbei. Und haben Sie am Freitag, den 13. schon mal irgendwie Pech gehabt? Nein, Glück, eher Glück. Was ist da gewesen? Was ist da gewesen, das kann ich jetzt nicht sagen. Ein bewusstes, also jetzt ein bestimmtes Beispiel habe ich nicht, aber man wird ja immer angesprochen beim Freitag, dem 13., ob man Pech gehabt hat. Aber ich habe da noch nie, ja, wie gesagt, eher das Gegenteil. Eher das Gegenteil. Herr Schädelbauer, haben Sie Angst vor Freitag, dem 13.? Ja, grundsätzlich nicht. Bisher noch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Und ich hoffe, es bleibt auch weiterhin so. Sind Sie an sich abergläubisch? Nein, überhaupt nicht. Frau Bregler, in Ihrem Haushalt lebt eine schwarze Katze. Keine Angst? Nein, meine Schwester hat 3 Katzen und ich kenne die Katzen schon ewig und die sind alle ganz lieb. Verraten Sie uns Ihr Glückszahl? Ja, 13. 13 ist meine Lieblingszahl, ja, aber ich habe morgen keine Angst. Genau. Und wenn Sie unter der Leiter durchgehen müssen, da ein blödes Gefühl? Eigentlich nicht, weil man kann ja hochschauen. Und schauen, ob irgendwas runterfällt oder nicht. Da habe ich keine Angst. Herr Böss, Sie haben Nachwuchs dabei, ja. Den Silas. Hat man da besondere Vorsicht beim Freitag, den 13., wenn man ein Kind hat? Überhaupt nicht. Ist genau der gleiche Tag wie jeder andere. Nicht abergläubisch. Haben Sie eventuell Angst, wenn Sie eine schwarze Katze sehen? Auch das nicht, auch das nicht. Auch kein schwarzes Schaf. Alles gut. Silas, hast du Angst vor schwarzen Katzen? Nein. Nein. Okay. Und ansonsten schon mal schlechte Erfahrungen gemacht am Freitag, den 13.? Nie, weil ich das nie so achte. Sie haben es ja gerade gemerkt, ich wusste gar nicht, dass morgen der 13. ist und Freitag. Nee, überhaupt nicht. Frau Böss, Freitag der 13., schon mal schlechte Erfahrungen gemacht? Nein, bisher noch nicht. Nein, überhaupt nicht. Ist die 13 Ihre Glückszahl? Würde ich jetzt auch nicht sagen. Ja, die 5 vielleicht. Also die 13 nicht. Nö, ist eine ganz normale Zahl. Wenn Sie Salz verschüttet haben, was machen Sie dann? Wieder aufwischen? Ja. Da passiert nichts Besonderes. Kein schlechtes Gefühl? Nein.